Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wizards Unite. Heute zu einem kleinen Lückenfüller, einem Infovideo zu Internetseiten und Tools, die ich für Wizards Unite nutze, die ich genutzt habe und auch immer wieder empfehle. Es kommen immer wieder Fragen, wo schaust du denn nach, wo recherchierst du, wo holst du deine Infos her? Und das möchte ich hier für euch einfach mal ein wenig aufschlüsseln. Und wir fangen an mit Websites, von denen ich Infos für meine Videos hole. Dann kommen wir zu Tools, die ich eben nutze oder genutzt habe. Und zum Schluss habe ich mir noch einen Punkt Community aufgeschrieben. Auf welchen Seiten bin ich denn aktiv? Wie gesagt, wir fangen mit den Websites an und da kann ich euch zunächst die Seite wizardsunitehub.info empfehlen. Eine große Seite, die ein Ableger der Seite Pokémon Go Hub ist, die ich schon damals zu Pokémon-Zeiten sehr intensiv verfolgt habe. Und sie haben dieses Konzept eben übernommen und berichten dort jetzt über Wizards Unite. Und ihr seht schon, es gibt viele Artikel. Hier geht es beispielsweise um das Fanfestival, hier um den Community Day, hier weitere Infos zum Fanfestival, hier einen Guide zum brillanten Event, zurück nach Hogwarts. Und eben alle Informationen, die man so braucht, finden wir hier auf der Seite. Oben über das Menü auch interessante Datenbankinformationen, Listen von Foundables, der Zauber, der Tränke, der Masternodes, aller Zutaten, die es im Spiel gibt, über die Berufe, ein Wiki und eben all diese Infos, die man tagtäglich braucht, wenn man Wizards Unite spielt. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, der einzige klitzekleine Haken vielleicht für den einen oder anderen, die Seite ist auf Englisch. Das bedeutet, man muss Englisch verstehen können, wenn man sich da Infos holen möchte. Wir kommen aber jetzt auch direkt zu drei deutschen Seiten, die ich euch empfehlen kann. Da hätten wir zunächst die Seite gogames.live, eine Internetseite, die sich grundsätzlich mit AR-Games beschäftigt. Und wenn ihr oben im Menü einmal über Spiele hovert, dann seht ihr schon Pokémon Go, The Walking Dead, Harry Potter, Wizards Unite, Ghostbusters World. Das sind die Spiele, um die es hier auf der Seite geht. Und wir klicken natürlich auf Wizards Unite und sehen schon einige Artikel, die sich eben um das Spiel drehen. Hier, Niantic geht aktuell gegen Cheater vor, Harry Potter, Wizards Unite Fan Festival in Indianapolis. Natürlich auch Infos zum brillanten Event. Und da finden wir eben alle neuen Informationen, die relevant sind und einen Bezug zu Wizards Unite haben. Besonders gut finde ich die Möglichkeit hier rechts, sich dort immer die aktuelle APK herunterzuladen. Ich weiß, einige sind darauf angewiesen und so habt ihr hier eben immer die Möglichkeit, die neueste Version für euer Smartphone zu bekommen. Alternativ dazu kann ich euch die Seite wizardsuniteinfo.de empfehlen. Eine ähnliche Seite, auch in einem Blog-Stil, wo über alle neuen Sachen bezüglich Wizards Unite informiert wird. Hier beispielsweise auch das brillante Event, ein Wizards Unite Fangratenrechner, auf den ich später noch zu sprechen komme. Was war im aktuellen Update los? Was gab es beim Community Day im August? Und dort werden eben auch alle relevanten Infos zusammengeschrieben. Die Seiten haben natürlich auch Social-Media-Kanäle, denen ihr folgen könnt. Da werdet ihr dann über alle neuen Infos und alle neuen Artikel informiert. Und als dritte Quelle kann ich euch noch das Harry Potter Wizards Unite Wiki empfehlen. Gerade Grafik ein wenig rudimentär. Aber es gibt dort alle Infos, die wir brauchen, auch viele Datenbankinfos, also zu Tränken, Zutaten und so weiter, wo ich auch immer mal wieder nachschaue. Also die drei Seiten kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Alle Links dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, auch von Wizards Unite Hub und den weiteren Tools, die ich noch empfehle. Und wo wir jetzt von Tools reden, kommen wir eben auch von den Websites zu den Tools. Und da möchte ich euch zunächst das Wizards Unite Profession Tool empfehlen. Dort habt ihr die Möglichkeit, die drei Berufe sozusagen einmal theoretisch durchzuskillen. Man sieht alle Zauber, die man lernen kann, alle Skills, die man skillen kann, alle Erweiterungen, die man verbessern kann und sieht dann hier rechts, welche Auswirkungen das auf den Charakter hat. Also wie die Stats sich verändern, wie die Skills sich verändern, wie der Charakter besser wird. Und so kann man eben für alle drei Berufe hier oben
das einmal durchtesten. Eine sehr interessante Sache, gerade weil ja Skillpunkte, die im Spiel einmal gesetzt sind, nicht wieder zurückgeholt werden können. Und so sollte man sich schon sicher sein, wie man seinen Beruf skillen möchte. Das nächste Tool ist der Fangratenrechner, den ich eben schon angesprochen habe. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Videos, wo ich aufgeschlüsselt habe, welche Wahrscheinlichkeit man bei welchem Foundable hat, dieses zu befreien und welche Infos da reinspielen, wie viel Variablen es gibt, wie man das mit Tränken beeinflussen kann, was für einen Einfluss das Level darauf hat und so weiter. Und wenn man da einen besseren und komfortableren Weg gehen möchte, dann solltet ihr hier mal auf den Fangrechner schauen. Ihr könnt hier oben auswählen, welcher Familie das Foundable angehört. Ich nehme beispielsweise mal Magiezoologie. Und dann wähle ich hier den Bergtroll aus. Mein aktuelles Level ist das Level 29 und schon sehe ich, was für eine Fangrate habe ich denn für diesen Bergtroll. Also ohne Trank liegt dieser bei 17-25% und je nachdem, wie gut ich dann die Glyphe nachziehe, lande ich eben in einem von diesen drei Bereichen. Und bei einem starken Trank ändert sich das in diesem Bereich von 37-40% und hier im meisterhaften Bereich von 40-47%. Und so kann man sich eben ganz genau angucken, wie die Erfolgschancen sind, ein Foundable zu befreien und muss sich nicht mit diesen großen Tabellen rumschlagen, die ich euch da mal vorgestellt habe. Also eine wirklich tolle Sache, das ist hundertprozentig ein Lesezeichen wert. Das nächste Tool habe ich vor Release des Spiels schon mal vorgestellt, und zwar der Spellcaster. Ich weiß, einige von euch haben immer noch ein wenig Probleme, die Glyphen nachzuziehen. Und gerade auf dem Handy kann man das hiermit sehr gut üben. Also ich habe die Möglichkeit, wie ihr das aus dem Spiel kennt, mit dem Notebook geht es nicht besonders gut. Ihr habt die Möglichkeit, diese Glyphen eben nachzuzeichnen. Und wenn ich hier einen neuen Versuch starte, hiermit geht es wirklich nicht gut. Trotzdem mal eine neue Glyphe. Ach, die müsste doch gut klappen, oder? So. Nee. Mann. So, jetzt einmal. Nee. Also, mit dem Notebook geht es nicht sonderlich gut. Wenn, dann besucht die Seite auf jeden Fall mit dem Smartphone. Und ihr habt dann eben die Möglichkeit, dort ein wenig eure Genauigkeit und Schnelligkeit zu üben. Dann kommen wir zur Wizards Unite Map. Eine Karte, auf der von Spielern eingetragen wird, wo sich Gasthäuser, Gewächshäuser und Festungen befinden. Und wir sind hier gerade am Kölner Dom. Ihr seht es, also hier ist der Hauptbahnhof. Hier ist der Kölner Dom. Und ihr seht schon, hier ploppen gerade die ersten Icons auf, wie beispielsweise hier. Ein braunes Gasthaus mit dem Namen Wasserspeier am Dom. Daneben ist ein Gewächshaus, alt und neu am Dom. Hier drüber befindet sich ein weiteres braunes Gasthaus, Freya von Moltke, wer auch immer das ist. Auf jeden Fall hat man hier die Möglichkeit zu schauen, welche Gasthäuser und Gewächshäuser und Festungen befinden sich denn in der Nähe. Einziger Nachteil, diese Daten werden von Spielern gepflegt und deswegen ist es nicht ganz so aktuell, beziehungsweise nicht immer ganz so aktuell. Gerade hier in Deutschland ist es ein wenig problematisch. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, dann helft da gerne mit, diese Karte zu pflegen, denn das hilft uns allen. Dann kommen wir zur Friends Code Map, eine Sache, die auch bei uns in der Facebook-Gruppe immer wieder ein Thema ist. Viele suchen Freunde, haben aber im echten Leben jetzt niemanden, der das Spiel spielt. Trotzdem möchte man eben Leute im Spiel adden. Und da gibt es auf akkiowizardsunite.com eine schöne Friends Code Map. Und ihr seht schon, wie überlagert das hier ist. Wir befinden uns hier gerade in Nordamerika und scrollen jetzt mal hier nach Europa rüber. Ich zoome mal ein wenig ran. Wo befinden wir uns denn hier gerade? Das Würzburg, Frankfurt. Komm, wir gehen mal hier nach Frankfurt rein. Ich klicke hier einfach mal jemanden an. Neuromantica mit einem Friends Code. Hier ist kein Name vergeben. Kernobst 187 mit einem Friends Code. Und ihr seht schon, wie das System funktioniert. Ihr habt die Möglichkeit, auch hier unten selber euren Code anzugeben mit einer Location, wo ihr euch befindet. Muss man aber gar nicht. Man findet dort genügend Nummern und so kriegt ihr ganz schnell dann die Freunde im Spiel zusammen.
Möchte man aber nicht nur Freunde im Spiel adden, sondern auch wirklich Gruppen finden, mit denen man zusammenspielen kann, wird auf der offiziellen Wizards Unite Website der sogenannte Local Groups and Events Map angeboten. Dort habt ihr die Möglichkeit, euch selber entweder einzutragen als Spielergruppe, die neue Spieler sucht, oder ihr schaut, ob in eurer Gegend schon eine Spielergruppe eingetragen ist. Ich klicke hier beispielsweise mal auf Europa, Deutschland, da findet man 41 Gruppen. Hier oben gehen wir mal nach Hamburg. 4 Gruppen. Ihr seht schon die Pins. Ich klicke mal auf eine an. Hamburg German Local Witches and Wizards. Klingt doch gut. Ein Klick darauf. Dies ist eine lokale Telegram-Gruppe. Darunter ist ein Link. Und so habt ihr eben die Möglichkeit, über diese Website, wenn ihr beispielsweise hier in Lüneburg wohnt, eine Telegram-Gruppe zu finden. Wir gehen mal zurück und schauen mal wieder nach Europa, Deutschland, ja, Berlin. Ab nach Berlin, hier haben wir eine. Steglitz-Zehlendorf in Berlin. Klicke ich an. Zauberer und Hexen aus Steglitz, Berlin, Deutschland gesucht. Einfach kommentieren. Und so habt ihr dann eben die Möglichkeit, mit Spielern in eurer Region in Kontakt zu treten. Hier ist es auch wieder so, dass in Deutschland noch nicht allzu viele Daten da sind, aber wenn ihr auf der Suche nach Spielern aus eurer Region seid, dann setzt doch einfach selber mal einen Pin, setzt eine Anfrage und dann können die Leute sich ja bei euch melden. So, das nächste Tool ist ein wirklich sehr, sehr interessantes. Bookofquests.de heißt sie und es ist eigentlich eine Pokémon Go-Seite, auf der Pokestops und Arenen eingetragen werden. Aber automatisiert, also nicht von Spielern, sondern von Bots, was die ganze Sache natürlich viel aktueller hält. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Pokémon Go, was bringt mir das in Wizards Unite? Die Portale werden häufig 1:1 übernommen. Das bedeutet, wenn ihr, sagen wir jetzt mal, in Urlaub fahrt und möchtet gucken, was ist eigentlich in der Region los, wo wir hinfahren, oder ihr besucht einen Freund, der in einem anderen Ort wohnt und wollt wissen, kann ich da zocken, dann habt ihr hier einen guten Anhaltspunkt, wie das Ganze denn in Wizards Unite aussieht. Und dafür klickt ihr zunächst hier oben einmal Pokestops und einmal Arenen an. Diese werden dann auf der Karte angezeigt. Und wir suchen uns jetzt mal einen Ort, beispielsweise Heimbach, Heimbach-Kreis Düren. So, das ist ein Ort, wo wir öfters Zelten fahren. Und dann sehe ich schon, was ist denn hier in Heimbach los? Also hier unten ist die Ruhr und dann sehe ich direkt an der Ruhr gelegen, ist hier ein Pokestop. Hier am Kinderspielplatz ist ein Pokestop. Etwas weiter hier auf der großen Wiese ist ein Pokestop. Und wie gesagt, man kann davon ausgehen, dass viele dieser Punkte auch in Wizards Unite gelandet sind. Und so sehe ich schon, wo kann ich denn zum Spielen hingehen? Gibt es da überhaupt was, wenn ich dort im Urlaub bin? Und kann mich irgendwie natürlich auch schon ein wenig darauf einstellen. Eine Sache, die ich oft genutzt habe, ein Tool, das ich zum Beispiel auch genutzt habe jetzt, bei unserem Ausflug nach Lomülen zum Elbenwald-Festival. Und so konnte ich eben schon schauen, gibt es an der Pension, wo wir übernachtet haben, irgendwelche Punkte? Gibt es vielleicht auf dem Weg zum Festivalgelände Punkte, an denen wir vorbeifahren? Und so konnte ich mir schon mal ein Bild der gesamten Gegend machen. Ein wirklich tolles Tool, das ich, wie gesagt, regelmäßig benutze. Und zum Schluss, ich sagte es ja schon, möchte ich auch über Communities reden. Wie könnt ihr in Austausch geraten mit anderen Spielern? Wie könnt ihr Infos sammeln? Wie könnt ihr Fragen stellen? Wie könnt ihr vielleicht auch anderen helfen? Und da im deutschsprachigen Raum, da es auch nicht allzu viel gibt, möchte ich euch ganz klar unsere Facebook-Seite empfehlen. Schaut einfach mal bei Facebook nach Harry Potter Wizards Unite Deutsch. Alternativ eben unten in die Videobeschreibung, da habe ich es euch auch verlinkt und dort könnt ihr in Austausch kommen mit vielen anderen Spielern aus der Region, aus Deutschland, aus dem deutschsprachigen Ausland und es ist eine echt tolle Gruppe. Wir sind hier mittlerweile über 12.000 Mitglieder und ich denke, da findet jeder jemanden zum Spielen. Wir haben Sammelpostings für Freundschaftscodes, wir haben Sammelpostings für regionale Gruppen und wollen da ein wenig ja als zentralen Punkt dienen, um auch ein wenig Leute auf andere Gruppen zu verteilen, auf lokale Gruppen und damit man eben auch die Möglichkeit hat, Spieler aus der Region zu finden. Neben einer Anlaufstelle für Hilfe, für Frage und was da eben sonst noch alles ankommt. Also auf jeden Fall mal reinschauen, zur Not noch schnell einen Facebook-Account erstellen und dann seid ihr bei uns sehr herzlich willkommen.
So, das war's soweit. Das waren meine Websites, Tools und Community-Empfehlungen, die ich für euch habe, die ich regelmäßig nutze und die ich eben auch immer wieder gerne weitergebe. Wir sehen uns dann morgen wieder, morgen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Dann geht es wieder um Wizards Unite. Wir fahren raus nach Köln und ich habe da schon was Tolles geplant und hoffe, dass das zeitlich passt. Also wie gesagt, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin alles Gute, tschö und gerne dann bis zum nächsten Mal.